Also mein Name ist Christian Grüninger, ich und meine Frau sind die neuen Schäfer da haben im Schwenninger Moos. Wir haben das übernommen und wir sind aus Überlingen. Wir haben eine Koppelweidehaltung, das heißt, wir bringen die mit dem Viehtransporter auf die Stücke, lassen die abgrasen und nehmen sie dann auf die nächsten Stücke weiter. Und da wandern wir dann jetzt hier in der Region von Stück zu Stück hin und her. Wir haben 2, 3 Herde und die Herde ist jetzt bloß hier im Schwenninger Moos für 3 Monate und dann kann sie aber auch im Herbst nochmal weiter auf andere Fläche. Aber wie sieht der Job eines Schäfers eigentlich aus? Ein Tag, ein fester Ablauf gibt es nicht. Jeder Tag ist die Zaunkontrolle dran und die Tierkontrolle. Also wir gucken immer, ob es den Tieren gut geht. Sie kriegen das spezielles Mineralfutter mit einem Kräuter, zusätzlich Grasan, dass sie einfach ein bisschen vitaler sind. Wir gucken immer, ob der Zaun in Ordnung ist, ob ein Hundleiter drin war, ob Wild drin war. Und dann kommt alles dazu, ist der Zaun kaputt, heißt Zaunflicke, ist ein Tier krank, dann nach dem Tier gucken. Wir kommen mal morgens, mal abends, aber wir sind einmal am Tag bei den Tieren da. Wie kommt man zu so einer ungewöhnlichen Tätigkeit? Man ist viel in der Natur. Ich bin einfach gern mit Tieren unterwegs. Also ursprünglich mache ich was ganz anderes. Ich bin Krankenschwester. Genau, und bin halt jetzt durch meinen Mann quasi dazu gekommen. Aber eben die Arbeit ist wunderschön. Man ist in unterschiedlichen Naturstücken und ja, mit den Tieren zusammen. Das ist einfach schön. Ja. Auch für das Naturschutzgebiet Schwenninger Moos spielen die Tiere eine wichtige Rolle. Hier im Schwenninger Moos haben wir die Problematik, wir haben sehr, sehr hochwertige Lebensräume, die von der Verbuschung bedroht sind. Das kann man hier ganz schön auch sehen. Das sind die Birken, die hochkommen, die Kiefern, die hochkommen. Und die Schafe, die wir jetzt hier auf der Fläche haben, helfen dabei, die Flächen offen zu halten. Das heißt, sie fressen nicht nur das Gras und das Krautige, was wir hier so rumstehen haben, das sind irgendwelche Säcken oder Binsen. Sie fressen aber auch die Sträucher, vor allen Dingen die jungen Austriebe. Und das ist der Punkt, wo es darum geht, die Flächen offen zu halten. Würden die Flächen mit Sträuchern und Bäumen zuwachsen, bekämen viele andere Pflanzen kein Sonnenlicht mehr ab. Sie würden sterben. Deshalb tragen die Schafe auch zum Fortbestand des Moores bei.